Herzlich willkommen zu diesem Video mit dem Namen Ist dieser Anstieg exponentiell? Bevor wir beginnen, möchte ich dich hinweisen, dass es gut wäre, wenn du vor diesem Video dieses Video hier siehst, eine Exponentialfunktion angegebene Punkte legen. Das, was wir hier gemacht haben, das werden wir in diesem Video nochmal benutzen und brauchen. Gut, was ist gegeben? Wir sehen hier Tage, Tag 3, Tag 7, Tag 11. und Infizierte an diesen Tagen. Und wenn man jetzt diese Zahlen sieht, die relativ stark ansteigen, könnte man meinen, es handelt sich hier um einen exponentiellen Anstieg. Und wir wollen das rechnerisch überprüfen, ob dem wirklich so ist. Und wie eben in dem vorherigen Video gezeigt, wählen wir die Methode, dass wir zunächst durch zwei Punkte, also mit diesen beiden Informationen, eine Exponentialfunktion erstellen und danach sehen, ob der dritte Punkt, nämlich der hier, diese Information, auf dieser Kurve drauf liegt oder eben nicht. Das ist die Vorgehensweise. Das heißt, ich beginne, diese Informationen hier in Punkte umzuschreiben. Das heißt, um die Schreibung vom vorherigen Beispiel weiterzuführen, wir haben hier einen Punkt A, der hat die Koordinaten 3 für die Tage und 200 für die Anzahl der Infizierten. Und der Punkt B hat die Koordinaten 7 und 800. Und wir nehmen jetzt die beiden Informationen her, um damit eine Exponentialfunktion zu erstellen. Und nochmal, ich verweise auf dieses Beispiel, auf dieses Video hier, vor allem auf diesen Rechengang, den führe ich jetzt nicht nochmal durch. Ich bitte dich, das an dieser Stelle alleine zu machen. Also Ziel ist es jetzt, ein C zu finden und ein Lambda zu finden, um die Funktion dann in dieser Form hier anzuschreiben. F von t machen wir diesmal. Wir verwenden die Variable t für die Zeit, ist gleich c mal e hoch Lambda mal t. Hier brauchen wir eben das c und das Lambda. Gut, du berechnest das jetzt, ich mache das auch und wir sehen uns dann. Also hier kommt raus für das c 70,7107 und für das Lambda 0,3466. Das heißt, wir haben für unsere beiden Punkte also mit folgendem Anstieg zu tun. F von t ist gleich 70,7107 mal e hoch 0,3466 mal t. Und diese Formel, die rahme ich mal ein, weil die werden wir jetzt in weiterer Folge benutzen. Gut, generelle Regeln, immer wenn man eine Formel anschreibt, sollte man auch dazu schreiben, was die Variablen bedeuten. In unserem Fall das t, das ist die Zeit in Tagen und das f von t, das ist bei uns die Anzahl der Infizierten abhängig von der Zeit. Okay, das ist also immer ganz wichtig, das hier auch dazu zu schreiben, damit derjenige, der die Formel dann liest, auch versteht, was ist. Nachdem wir jetzt hier unsere Formel, unseren Zusammenhang für die ersten beiden Punkte haben, müssen wir noch überprüfen, ob der dritte Punkt, der hier so lautet, C 11 2500, wirklich auf dieser Funktion hier drauf liegt. Ich möchte das Ganze, bevor ich die Rechnung durchführe, noch einmal in einer kleinen Skizze zeigen, worum es hier geht. Also, wie gesagt, das soll hier nur eine Handskizze sein, muss jetzt nicht genau werden. Wir haben die Punkte A und B, die irgendwo hier liegen. Wir haben in diesem Schritt hier eine Kurve durchgelegt, so wie im letzten Video gezeigt. Da kommt eben dann diese Funktion hier raus, Funktion f heißt die bei mir. Und jetzt überprüfen wir, ob dieser Punkt C wirklich auf der Funktion liegt. Weil wenn er das tut, dann können wir hier tatsächlich von einem exponentiellen Anstieg ausgehen. Wenn er das nicht tut, wenn er vielleicht hier drunter liegt, okay, ich schreibe mal so, Fragezeichen oder hier Fragezeichen, dann ist dieser Anstieg nicht exponentiell. Und das wollen wir jetzt eben testen. Das heißt, wir nehmen diese Funktion her, setzen diesen t-Wert ein, den Wert 11, und sehen nach, ob dann wirklich 2500 rauskommt. Das heißt, ich schreibe an, f von 11 ist gleich. Dazu muss ich einfach in dieser Formel für das t
11 einsetzen, also 70,7107 mal e hoch 0,3466 mal 11 eben. Und wenn man das in den Rechner eintippt, kann man genauso eintippen, wie es hier steht, dann kommt hier 3200 raus. Oh oh. Also das heißt, bei der t-Koordinate 11, also hier, ist unsere Funktion auf der Höhe 3200. Das heißt, wenn wir tatsächlich von diesem exponentiellen Anstieg ausgehen, dann müsste bei Tag 11 müssten schon 3200 Infizierte sein. Wir haben in unserer Angabe, wir stehen 2500, also weniger. Demnach handelt es sich hier wohl eher nicht um einen exponentiellen Anstieg. Okay? Also in Wirklichkeit aber 2500, das heißt Anstieg nicht exponentiell. Wie gesagt, wenn er exponentiell wäre, dann müsste hier die Zahl 3200 stehen. Gut, so haben wir das Ganze jetzt rechnerisch gezeigt. Ich zeige euch jetzt noch eine kleine Sache, wie man das gleich hätte sehen können. Es geht natürlich völlig in Ordnung, wenn du das so machst. Das ist die allgemeine Herangehensweise, die funktioniert immer. In diesem Beispiel wäre es aber auch noch ein bisschen einfacher gegangen. Und zwar, wir sehen, dass wir hier immer eine Zeitdifferenz von 4 Tagen haben. Das heißt, wir gehen immer um plus 4 Tage weiter. Und wir sehen hier, dass sich hier die Anzahl der Infizierten vervierfacht. Das heißt, ich multipliziere mit 4. Die wichtigste Eigenschaft der Exponentialfunktion ist, dass für gleiche Anstiege des x-Wertes bzw. der Tage sich der Funktionswert mit dem gleichen Wert multipliziert. Das heißt, immer wenn ich hier plus irgendwas rechne, muss ich hier mal rechnen. Das heißt, um wirklich einen exponentiellen Anstieg zu erhalten, müsste ich auch hier wieder mal 4 rechnen. Und ihr seht schon, 800 mal 4, dann komme ich ganz genau auf meine 3200. Okay? Also schon allein mit dieser Überprüfung, weil ich hier die Zahlen entsprechend gewählt habe, könnte ich nachsehen oder könnte ich überprüfen, dass dieser Anstieg nicht exponentiell ist, sondern eben hier ein bisschen schwächer an dieser Stelle. Das wäre es eigentlich mit dem Beispiel. Jetzt möchte ich euch aber noch eine Sache zeigen. Und zwar, wir haben ja hier den Ansatz mit dem c mal e hoch lambda t gewählt. Und ihr wisst ja bestimmt, da gibt es noch einen anderen Ansatz, nämlich mit der Basis a. Ich schreibe die beiden nochmal hin. Ansatz f von t gleich c mal e hoch lambda t. Und dann gibt es diesen anderen Ansatz, oder schreiben wir hier Ansätze, so f von t gleich c mal a hoch t. Und was ich jetzt tun möchte, wir haben ja unsere Gleichung in diesem Ansatz, also hier. Und ich möchte das jetzt umschreiben auf diesen Ansatz, weil wenn wir diesen Ansatz mit dem a benutzen, ist das ja in gewisser Hinsicht nützlich, weil ich dann nämlich den prozentuellen Anstieg pro Tag rauslesen kann. Und ich zeige euch jetzt, wie man das sehr leicht umrechnet. Wir haben, wie gesagt, unser f von t gleich 70,7107 mal e hoch 0,3466 hoch t. Und das, was ich haben möchte, ist den Ansatz 70 mal 7,7107 mal a hoch t. Und wenn man das in dieser Form untereinander schreibt, dann sieht man schon, dass das e hoch lambda irgendwie das gleiche ist wie das a. Das heißt, die Regel zur Umrechnung lautet, e hoch lambda ist gleich a, und das verwenden wir jetzt. Also e hoch 0,3466 ist das gleiche wie das a, also 1,414. Das heißt, anstatt diesem Ansatz, wie wir ihn hier benutzt haben, kann ich auch diesen Ansatz verwenden. Dann sieht meine Funktionsgleichung eben so aus, f von t ist gleich 70,7107, an dem c vorne ändert sich nichts, mal 1,414. Das ist jetzt die Basis a, die wir hier berechnet haben, hoch t. Okay? Und diese beiden Formeln, die sind absolut gleichwertig. Man kann die hier verwenden oder die hier. Nur in manchen Situationen bietet die obige Formel Vorteile und in manchen Situationen bietet diese Formel hier Vorteile. Welchen Vorteil diese Formel bietet, möchte ich euch jetzt zeigen. Und zwar, ihr wisst ja,
aus dem A, also aus diesen 1,414, kann man den prozentuellen Anstieg pro Zeiteinheit, also pro Tag, ablesen. Und dazu zählen die zwei Nachkommastellen. Die sind hier 4,1. Das heißt, wir haben hier einen Anstieg um 41,4% pro Tag. Und das ist recht wichtig, wenn man sich so exponentielle Kurven ansieht, dass man gleich raussieht, wie groß ist der prozentuelle Anstieg pro Tag, in unserem Fall an Infizierten, eben 41,4% mit einem Basiswert A von 1,414. Jawohl, das soll es jetzt aber gewesen sein. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.